Und bei mir im Studio nun wie jeden Montagmorgen zum Wochenstart unser politischer Korrespondent Thorsten Junghold. Guten Morgen, Thorsten. Guten Morgen, Carsten. Lass uns über diesen versuchten islamistischen Anschlag sprechen. Die Hintergründe sind ja noch unbekannt, aber wieder war es ein offenbar abgelehnter Asylbewerber aus Libyen. Hat der deutsche Staat wieder einmal versagt bei der Abschiebung? Es ist für mich ein weiterer Beleg, dass wir das Problem haben, dass abgelehnte Asylbewerber eben nicht abgeschoben werden können. Mal aus rechtlichen, mal aus faktischen Gründen, mal weil der aufnehmende Staat nicht kooperiert. Das heißt, das Grundproblem ist anders zu lösen. Es muss gelöst werden, indem illegale Migranten erst gar nicht ins Land gelassen werden. Da behauptet ja die Bundesregierung, das sei aus europarechtlichen Gründen nicht möglich. Ich hatte jetzt am Wochenende die Gelegenheit, mit dem früheren Verfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Paap hier ein Interview zu führen, und in dem hat er ganz wunderbar dargelegt, dass das europäische Sekundärrecht ist, das da im Weg steht, die Dublin-III-Verordnung, aber dass die europäischen Verträge, das deutsche Verfassungsrecht und das deutsche Asylrecht durchaus Hebel bieten, eben auch illegale Migration durch Zurückweisung an den Grenzen rechtlich sicher umzusetzen. Das heißt, es ist letztlich eine Frage des politischen Willens, nicht der rechtlichen Möglichkeiten. Das Interview natürlich nachzulesen auf welt.de, sehr ausführlich mit Hans-Jürgen Papier, das du geführt hast. Aber ein anderes Thema sind ja auch unsere deutschen Geheimdienste. Denen sind weiter die Hände gebunden. Man kann ja nicht mal sagen, die sitzen den ganzen Tag in der Behörde und ordnen irgendwelche Papiere. Nein, sie dürfen bestimmte Sachen nicht, wie der BND, aber auch inländisch der Verfassungsschutz. Warum kommen wir da einfach nicht weiter? Die ausländischen Geheimdienste, die schütteln doch die Köpfe bereits über uns. Auch da ist dieser Fall dieses verhinderten Anschlags auf die israelische Botschaft sozusagen mustergültig. Ich meine, es ist gerade mal eine Woche oder so her, da haben die Chefs der drei deutschen Nachrichtendienste, also vom Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und militärischem Abschirmdienst im Bundestag ein Plädoyer dafür gehalten, dass sie mehr operative Beinfreiheit benötigen. Dass sozusagen dieses Austarieren zwischen Sicherheit einerseits und Datenschutz andererseits in Deutschland eben massiv zugunsten des Datenschutzes immer ausfällt und dass man da sozusagen eine neue Justierung vornehmen muss, weil wir einerseits diese islamistisch motivierten Attentatsversuche haben in zunehmender Zahl. Auch durch den Nahostkonflikt wird sozusagen dieses Potenzial des IS und anderer islamistischer Organisationen wieder beflügelt. Da müssen die Nachrichtendienste einfach in die Lage versetzt werden, da besser aufzuklären, aber auch aufgrund des Ukraine-Kriegs und der zunehmenden russischen Spionage, Sabotage und Cyberangriffe auf Deutschland. Auch da müssen die Nachrichtendienste sozusagen aufgerüstet werden. Eine Zeitenwende nicht nur für die Bundeswehr, für das Militär, wie es der Kanzler ausgerufen hat, sondern eine Zeitenwende eben auch für unsere Nachrichtendienste. Aber das politische Hickhack geht ja weiter darum. Der Kanzler hat jetzt gestern gefordert, dass die Union die Blockadehaltung im Bundesrat gegen das Sicherheitspaket der Ampel aufgeben soll. Die Union schießt sofort zurück und sagt, nee, wir geben die nicht auf, wir wollen sogar noch härtere Maßnahmen. Also wo kommen wir da hin? Wir blockieren uns doch selbst. Ja, ich verstehe die Haltung der Union einerseits schon, weil sie sagt, das ist nicht genug, was die Ampel da macht. Nur sozusagen dann diese Minimallösung zu blockieren, ist ja auch keine Lösung. Also das erstmal machen und dann sehen, dass man weitergeht. Das wäre meines Erachtens auch für eine Oppositionspartei der richtige Weg. Jetzt zeigt sich aber auch auf der anderen Seite, der Antisemitismus in Deutschland hat extrem zugenommen seit dem 7. Oktober vergangenen Jahres. Und immer wieder spielt da auch die Bundestagsvizepräsidentin von der SPD, Özoğuz, eine Rolle. Sie war jetzt nicht, was diesen Anschlag, der hatte überhaupt nichts mit zu tun, aber wegen etwas anderem, was sie geliked hat, im Gespräch. Man hat manchmal den Eindruck, die SPD verteidigt sie. Natürlich gibt es Kritik, aber letztendlich, nee, war nicht so schlimm. Sind die linken Politiker vor allen Dingen weiterhin so ein bisschen blind auf diesem Auge des Antisemitismus? Ich erkenne da ein grobes Missverhältnis. Einerseits hören wir aus der Bundesregierung immer wieder die Stimmen, wir stehen für die Sicherheit Israels ein, das ist deutsche Staatsräson, das können wir ja alles schon runterleiern mittlerweile. Nur wann immer es konkret wird, sei es bei der Verzögerung von Waffenlieferungen an Israel, die wir im letzten halben Jahr erlebt haben, sei es bei Äußerungen von Frau Özoğuz, da folgt da nichts daraus. Ja, also ich finde, das, was Frau Özoğuz da gemacht hat, das ist ja auch nicht zum ersten Mal, dass sie mit seltsamen Verhaltensweisen auffällig wird. Das hat durchaus das Potenzial, darüber zu reden, ob sie diese Rolle als Vizepräsidentin des obersten Verfassungsorgans in Deutschland, dem Deutschen Bundestag, weiter ausüben darf. Deutliche Worte, Thorsten Junghold, unser politischer Korrespondent. Thorsten, danke für deinen Besuch. Sehr gerne. Interessante politische Woche für dich und für uns. Danke.